In diesem Video sollen nochmal die Strahlensätze geübt werden und deshalb habe ich die Buchstaben nochmal geändert. Die waren ja in dem Wissensvideo etwas anders, A, B, C, D. Und deswegen habe ich dem Ganzen einfach hier nochmal ein bisschen eine andere Note gegeben, dass wir hier üben können. Also, vorgegeben ist schon die Strecke ZA ins Verhältnis zu ZA'. Was ist gleich diesem Quotienten, also diesem Verhältnis? ZA zu ZA' ist auf jeden Fall immer ZB zu ZB'. Das kannst du dir auf jeden Fall schon mal merken. Das ist auch so das Einfachste eigentlich. Weil da stellt jetzt sozusagen die beiden Strahle gegenüber. ZB'. Und das wiederum ist gleich dem Verhältnis aus den Parallelen. Also AB der Strecke im Verhältnis zu A'B'. So. Na, zweiter Strahlensatz hier, der hier hinten drin steckt. Gucken wir mal auf die B. Da haben wir jetzt hier schon vorgegeben, die Strecke AA' im Verhältnis zu ZA. Also diese hier, AA' wird in Zähler gesetzt und im Nenner, also in dem Nenner dieses Quotienten hat man dann noch ZA. Und was ähnelt dem? Dem ähnelt BB' auf jeden Fall ins Verhältnis gesetzt zu ZB. Ja, manchmal ist es relativ easy. Du musst dann quasi nur das, was du auf dem einen Strahl gemacht hast, auch auf dem anderen Strahl machen. Also wenn du hier A' hast, dieses Verhältnis, dann und das setzt du sozusagen ins Verhältnis zu ZA, dann machst du auf dem anderen Strahl genau dasselbe. Machen wir eine andere Farbe. Dann machst du hier auf dem anderen Strahl sozusagen genau dasselbe. Dann nimmst du BB' und setzt das ins Verhältnis zu ZB. Also das ist eigentlich immer relativ eine relativ sichere Sache. Das nehme ich nochmal weg, da dieses Rote. Denn ich möchte jetzt meine Aufgabe C hier noch mit Rot machen. Da haben wir ZB', die Strecke, geteilt durch BB'. Gucken wir uns erstmal die Strecke an. Das ist ZB', die komplette Distanz hier sozusagen, ins Verhältnis zu BB'. Naja, und was ist da gleich? Natürlich die komplette Distanz auf der anderen Seite, ZA' ins Verhältnis gesetzt zu AA'. Na, mal andere Farbe hier ein bisschen dunkleres Grün, so. Na, also auch da wieder, auf der einen Seite ZB', die komplette Distanz ins Verhältnis zu BB', ist natürlich gleich demselben, was man auf der anderen Seite machen würde. ZA', die komplette Distanz auf dem anderen Strahl, ins Verhältnis gesetzt zu AA'. Daraus die Strecke natürlich, logischerweise. So, hier also nochmal die Übung. Bitte, bitte guck dir nochmal das Wissensvideo an und vor allem auch das nächste Video, was jetzt kommt, weil da rechnen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal mit konkreten Zahlen, mit Zentimeterangaben, um da die Strahlensätze nochmal konkret anwenden zu können. Also ZA, das hier brauchen wir sozusagen, dieses Ding. ZA, das ist angegeben hier mit 4 cm. Ich lasse die Zentimeter jetzt einfach erstmal weg. 4 geteilt durch AA', das sind 2. Und dann, das ist gleich ZB.